Die Länge des Bremsweges entscheidet auch darüber, ob zu einem Unfall kommt oder nicht. Allerdings, der Bremsweg alleine ist nicht verantwortlich für solch eine Situation, sondern der Fachmann spricht hier vom Anhalteweg. Wie das? Nun, wenn Sie sich vorstellen, da tritt unerwartet ein Hindernis auf, ein auf die Straße laufendes Kind, ein Wild, was aus dem Wald bricht. Da braucht der Mensch unter normalen Bedingungen ungefähr 0,6 Sekunden, um das zu realisieren und eine Bremsung einzuleiten. Das ist die Reaktionszeit. In dieser Zeit legt man natürlich auch einen Reaktionsweg zurück und der ist ungebremst. Das heißt, während dieser ganzen Zeit, 0,6 Sekunden, das ist mehr als ein Lidschlag, fährt das Fahrzeug mit voller Geschwindigkeit weiter. Die Reaktionszeit wird bestimmt durch unseren eigenen Zustand. Also, ich spreche mal ganz klar an, Einfluss von Drogen, dazu zähle ich auch Alkohol, verlängert, je nachdem, wie hoch Ihr Konsum ist, die Reaktionszeit, nehmen wir mal an, als Beispiel auf 1 Sekunde. Statt 0,6 Sekunden, was auch der Richter dann zugesteht, bei der ganzen Nachvollziehung eines Unfalls und der Schuldfrage, sagt man, okay, der hat Alkohol getrunken, der hat andere Drogen genommen, Reaktionszeit 1 Sekunde oder sogar mehr. Der nüchterne Autofahrer hat in den 0,6 Sekunden eine Fahrstrecke bei 50 km/h von ungefähr 13 Metern zurückgelegt. Der ja, etwas nicht so fitte Autofahrer, und ich will das gar nicht verniedlichen, der einfach eine Dröhnung drin hat und unverantwortlich fährt, hat in der 1 Sekunde 20 Meter zurückgelegt oder mehr. Das heißt 7 Meter mehr als notwendig wären. Weil eine Reaktionszeit habe ich immer und einen Reaktionsweg auch immer. Und selbst wenn man jetzt sagt, beide treten jetzt voll, weil sie ja voller Schreck sind, auf die Bremse, dann ist der Anhalteweg bei dem Fahrer, der unter Drogeneinfluss steht, länger, bei 50 km/h um 10 Meter ungefähr länger. Wenn Sie höhere Geschwindigkeiten haben, viel, viel länger. Und das können die entscheidenden Meter sein, wo es dann kracht. Und vor Gericht, machen wir uns nichts vor, wird das genau vorgerechnet. Sachverständiger sagt, okay, hat diesen Zustand gehabt, Alkohol oder andere Drogen. Die Reaktionszeit wird da festgesetzt und da können Sie sonst wie gegen protestieren. Das sind Sachverständige, die haben wissenschaftliche Grundlagen und dann ist das so und dann sagt der Richter am Ende solch eines Prozesses, dieser Unfall mit den schweren Folgen wäre verhinderbar gewesen, wenn Sie nicht Bier oder Alkohol oder Drogen konsumiert hätten. Für mich ein Leben lang immer eine Schreckensversion. Ein Unfall ist schon schlimm genug, wenn man den baut. Und das macht ja jeder. Jedem passiert das mal irgendwann. Aber dass dann noch abgeleitet wird, du bist schuld durch dein eigenes Verhalten, durch deinen Konsum von nicht legalen Mitteln, das habe ich immer zu vermeiden versucht und mit Erfolg. Das wünsche ich Ihnen auch. Die Autoindustrie tut ja etwas dafür. Hydrauliksysteme, leistungsfähig, ABS, Brake-System, Anti-Schleudersystem, alles mögliche, die ganze Palette. Ich schließe mich da ein, wir müssen auch unseren Teil dazu beitragen, dass diese hochentwickelten Systeme ja überhaupt wirken können. Und müssen wir uns noch weiter entmündigen lassen, dass da so ein Alkotester im Steuerrad irgendwo untergebracht ist und ab einem bestimmten Promillewert er einfach das Starten des Fahrzeuges verhindert? Einige brauchen das wahrscheinlich. Ich nicht und ich hoffe, Sie gehören auch zu denen, die das nicht notwendig haben, ihre Bremswege, Anhaltewege immer so einhalten können, dass sie unfallfrei fahren. Und bei einem funktionierenden Bremssystem haben Sie da beste Voraussetzungen dafür, dass sie unfallfrei durch ihre nächsten 10, 20 oder noch mehr Jahre fahren. Alles Gute für Sie und bis dann. Der Kfz-Ausbildungskanal, unser Kanal, war und ist nicht kommerziell. Das heißt, da verdient niemand etwas dran, außer vielleicht Google. Denn die wenigen Euros, die durch die Werbung hereinkommen, die reichen nicht einmal aus, um vielleicht ein, zwei Animationen pro Jahr zu finanzieren. Das soll keine Klage sein, sondern eine Feststellung. Unser Kanal bleibt frei von
kommerziellen Interessen, also von Gewinnstreben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Clip.